Ja, Leute, willkommen zu einem weiteren kurzen neuen Shop-Video. Schauen wir heute gemeinsam wieder mal, was in den Shop reinkommen wird. Und deswegen gehen wir auf den Shop drauf, denn in 20 Sekunden ist der Shop auch schon da. Gestern gab es hier diesen neuen Skin. Mal gucken, was heute reinkommt. 3, 2, 1 und mal schauen. Okay, wieder ein neuer Skin und eine neue Lackierung. Ich fange direkt mit dem Skin an. Brandungsreiterin. Okay, sieht auf jeden Fall nice aus. Das hier in das Rückenteil. Boah, geht klar. Ich finde diese Klinge hier nice. Wäre das eine Hacke, fände ich das echt sehr cool. Auf jeden Fall hier der neue Skin. Sieht schon mal nice aus. Dazu gibt es dann auch... Ach, okay. Hier gibt es eine Hacke dazu. Ah, sieht fast gleich aus. Ah, fast. Aber sieht auch nice aus. Ja, ich zeige mir direkt den Ton. Ist relativ günstig. Auch so zwei Klingen halt. Ich fände es cooler, wenn es jetzt hier diese Klinge wäre. Aber... ja, auch das ist ganz cool. Ansonsten sehen wir nochmal ganz links hier den Imperialen Sturmtrooper. Muss man gar nicht viel zu sagen. Hier dieser Star Wars Skin. Sehr, sehr nice. Gibt es auf jeden Fall auch heute nochmal im Shop. Ansonsten gibt es hier einmal noch die Limetta. Ein sehr cooler Skin aus dem Citrus Set. Auch in mehreren Stilen. Einmal Standard und einmal Saft. Den Stil kann ich noch gar nicht. Weiß nicht, ob das neu ist. Sieht aber auch ganz okay aus. Sehr farbenfroh. Und dazu gibt es einmal hier, achso, hier das Rückenteil, auch in zwei Stilen, ja, nice. Und dann gibt es hier einmal saure Schläger, hier die Hacke, auch in zwei Stilen. Und einmal super sauer hier die Lackierung. Sieht echt nice aus, auf jeden Fall beides hier nochmal im Shop. Sehr, sehr cool. Ansonsten gibt es hier noch einmal Steinherz, der Skin aus dem Royalen Romantik Set. So gesehen die weibliche Version von diesem, ich glaube, Liebesranger hieß der. Ja, auf jeden Fall hier die passende weibliche Version. Sehr, sehr nice. Dazu gibt es einmal hier noch die Hacke Herzschmerz. Und das sind schon die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und ich muss sagen, die Sachen heute hier sind auf jeden Fall nice. Wie immer könnt ihr gerne mal ganz kurz rechts unten hier auf Unterstützer einen Creator klicken und hier den Code DETO eingeben. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Machen wir schon weiter mit den täglichen Gegenständen. Hier ist ganz vorne einmal der Vulture-Skin aus dem Luftschlagset. Auch dieser ist nochmal zurück. Ja, der Skin geht klar. Ich finde hier diese blauen Augen mega nice. Ansonsten gibt es hier einmal ansteckend das Emote. Sehr cooler Tanz. Die Musik davon finde ich wirklich nice. Ansonsten gibt es hier Knieklatscher. Auch ein sehr cooler Tanz, heute zurück nach 65 Tagen. Darunter gibt es hier Krawallkumpel. Dieser Skin ist zurück nach 78 Tagen. Auch ein sehr cooler Skin, relativ günstig. Kann man machen, geht klar. Dann gibt es einmal hier Neopren, die neue Lackierung aus dem Aquamarine Set. Also passend hier zum neuen Skin. Und ich finde, auch die Lackierung geht klar. Ja, wer diese Farbtöne mag, kann sich auf jeden Fall holen. Relativ günstig. An letzter Stelle gibt es hier nochmal Schere, Stein, Papier. Ja, so ein Zufallsemote kann man gut mit Freunden verwenden, zurück nach 60 Tagen. Und auf jeden Fall war es hier schon mit dem Shop.